Die Sortenwahl im ökologischen Obstbau ist extrem wichtig. Inde Sattler wird uns hier heute etwas zu den Zielen und Gründen für ökologische Obstzüchtung, vor allem im Bereich Apfel und Birne, erzählen, um die genetische Diversität langfristig zu sichern. In der Apfelzüchtung wird immer mehr in Richtung Gentechnik geforscht. Und da haben wir gemerkt, wir müssen die Apfelzüchtung aus dem Labor rausholen und wieder auf die Höfe und für den ökologischen Landbau auch ökologische Apfelzüchtung entwickeln. Das größte Problem ist bei uns die Schorfanfälligkeit, dann kommt Obstbaumkrebs und Mehltau. Und die Sorten, die wir momentan anbauen, die sind da einfach viel zu anfällig. Die modernen Sorten, mit denen heute gehandelt oder die angebaut werden, die haben in ihrem Stammbaum die gleichen fünf Eltern. Das ist Cox Orange, das ist Goldene Lilfschiss, das ist James Grief, Jonathan und McIntosh. Und die bringen alle auch eine Krankheitsanfälligkeit mit sich. Und dann nützt auch die monogene Resistenz gegen Schorf, die man rausgefunden hat aus dem Malus floribunda, nicht so viel. Deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht und haben gesagt, wir nehmen die Züchtung selbst in die Hand, holen sie auf die Höfe und suchen nach Elternsorten, die wir unter den alten Apfelsorten finden, die eine polygene Resistenz oder eine Feldtoleranz gegen diese Krankheiten haben und haben angefangen, ein Züchtungsprogramm zu entwickeln. Wir haben ein Programm entwickelt, in dem wir 50 alte Sorten nehmen und die haben wir mit modernen Sorten gekreuzt und haben Touch-Kreuzungen gemacht. Also wir haben kleine Kreuzungen gemacht und haben erstmal geschaut, was sind eigentlich die Eigenschaften der Elternsorten, die sich auch dann vererben. Und das Besondere bei den Äpfeln ist ja, wir säen die Sämlinge aus den Kreuzungen und ziehen die Sämlinge auf über 5 bis 8 Jahre, bis sie fruchten. Aber genau in dieser Zeit können wir schon auf die Pilzkrankheiten selektieren und haben bis heute zum Beispiel aus dem Sesamjahr Zitronenapfel sehr, sehr robuste Nachkommen gezogen. Wir arbeiten nach den Grundsätzen der ökologischen Pflanzenzüchtung, um ökologische Sorten zu erzeugen. Und das heißt, dass wir mit der ganzen Pflanze arbeiten, dass Pollen und die Mutterpflanze, also dass das genetische Material, mit dem wir arbeiten, dass das nicht aus einem genetisch veränderten Organismus entstammt. Die ganze Selektion findet vom Kern an bis zur ausgewachsenen Pflanze auf ökologisch anerkannten Flächen statt. Und wir verzichten auch auf den Einsatz von den Pflanzenschutzmitteln. Unser Ziel ist es, genetische Diversität wieder zu erzeugen. Dadurch, dass wir die alten Sorten wieder in die Züchtung mit reinnehmen, nutzen wir breite genetische Diversität für die genetische Diversität von morgen. Wir können jetzt noch nicht den Apfel vorweisen, dazu braucht es Zeit. Aber das ist natürlich unser Ziel. Eine robuste Sorte, die im ökologischen Landbau angebaut wird und deutlich den Pflanzenschutzaufwand reduziert. Ich halte die Arbeit des Apfelgut e.V. für absolut wichtig. Da können sich viele was abgucken und auch große Saatgutunternehmen können vielleicht dazu kommen zu sagen, genau so müssen wir es tun in der Zukunft, um dann wirklich resistente Apfelsorten zu haben, die viel weniger gespritzt werden müssen, am liebsten gar nicht mehr, als das heute der Fall ist. Wenn ihr mehr über den Apfelgutverein und unsere Züchtungsarbeit erfahren wollt, findet ihr das auf der Webseite www.apfel-gut.org. Den Link findet ihr unten am Video.